Hallöchen, ihr Lieben. Na, seid ihr auch wieder da? Das ist wunderbar. Ich bin auch gerade die Türe rein und Flip freut sich. Na, Flip hat mich vermisst. Und ich habe Flip vermisst. Na, wir haben uns gerne, ne? Flip ist mein Partner. Du gehst gleich auch noch mitarbeiten, ne? Aber erst, liebe Leute, erzähle ich euch Reviergeflüster, ne? Flip. Und du gehst da noch ein bisschen Heier machen? Hier da vorne liegt sein Weihnachtsgeschenk, der Fuchur, der Drache. Da ist übrigens nichts dran kaputt. Der liebt diese Dinge. Möchtest du hier sitzen bleiben? Okay. Es ist heute einfach wieder richtig lustig gewesen, Leute. Ja, es ist mehr schön als scheiße, das ist sowieso schon mal klar. Ne? Aber, ja. Ich bin eine kleine Lästerschwester heute, ne? Das darf ich ja auch mal sein, ja? Das ist, glaube ich, auch ganz menschlich. Ich habe mich tot gelacht. Also fast tot gelacht. Ich habe mich scheckig gelacht. Ja? Da ist so ein Mehrfamilienhaus, da müsst ihr euch vorstellen, da sind sechs Briefkästen. Und da hat jetzt jemand zwei Zeitungsrohre unter diese Briefkästen angebracht, ne? Eine total tolle Idee, ja? Eine ganz tolle Idee. Ja? Wenn die Umsetzung nicht so miserabel schlecht gewesen wäre, ihr müsst euch das vorstellen, diese Zeitungsrohre, die haben eine Öffnung, ne? Und das eine Rohr, die ist so und das andere so. Und die Öffnungen sind hier in der Mitte. Und in der Mitte ist ungefähr 1 Zentimeter Platz. Und rechts und links, wo man eigentlich die Zeitungen reinstecken würde, sind die Dinger geschlossen. Das ist einfach der Fail, der absolute Fail des Tages gewesen. Und ich habe mich so köstlich amüsiert über diesen Fail des Tages. Ja, das ist nicht mehr normal. Flip, was ist denn los mit? Ich bin doch wieder zu Hause. Ich bin doch wieder zu Hause. Ja, der hat mich sehr vermisst. Ja, Mäuschen. Ach, der ist einfach nur lieb. Flip ist lieb, ne? Du musst auch gucken, Schatz, dann sieht dich keiner. So. Das war auf jeden Fall einfach. Der Bob, der Baumeister, ne, Flip, Bob, der Baumeister, war an der Arbeit und hat Zeitungsrohre angebracht, die zwar toll aussehen, da steht auch in großen goldenen Buchstaben Zeitung drauf, aber die kannst du nicht benutzen, weil wer soll da was reinwerfen? Versteht ihr das, wie ich das meine? Das ist einfach nur ein richtiger Fail. Ja. Ich habe mich köstlich amüsiert, muss ich wirklich sagen. Der nächste, ja, ihr erinnert euch doch bestimmt noch an meine Reviergeflüstergeschichte von Dezember. Schikaniert und beleidigt. Werde ich euch mal in der Infobox verlinken. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das nämlich mal machen. Das ist nämlich auch wieder unfassbar gewesen. Ja, kurz zusammengefasst, da sind so Leute, die meinen, denen gehört die Welt. Ich bin der ihr persönlicher Leibeigner. Und die haben mich beleidigt und das war einfach, das war nicht mehr schön. Ne? So. Diesmal ist dann diese Frau, ja, rausgekommen. Letztes Mal war das ja der Sohn. Diesmal kam die Frau. Ja? So. Die stand da schon, wenn ihr das gesehen hättet, ne? So. So stand die da und hat auf mich gewartet, dass ich da auf das Haus zulaufe, ne? Bekommen wir keine Zeitungen mehr? Habe ich ganz sachte meine Karre abgestellt, da angehalten. Mich umgedreht, freundlich lächelnd. So. Ich gesagt, nein, das haben Sie schon richtig erkannt. Sie bekommen von mir keine Zeitungen mehr. Warum nicht? Ich gesagt,
das kann ich Ihnen gerne sagen. Ich habe mich über Sie beschwert, über das, was hier vorgefallen ist. Ja? Und deshalb bekommen Sie von mir keine Zeitungen mehr. Das ist das Neueste, was ich höre. Aber wirklich so, ne? Da habe ich gedacht, mal geht es denn noch? Ist unglaublich gewesen, ne? Richtig schlimm. Na, ich war eigentlich, ich bin wieder im falschen Film. Aber ich meine, ich habe von denen da auch keine. Ich habe nichts anderes erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ne? Wie gesagt, ja, da fragen Sie doch bitte Ihren Sohn. Ne? Den können Sie auch gerne dabei holen, dann können wir das jetzt klären hier. Ne? Und der war ja zu Hause. Ne? Ich habe den ja gesehen hinterm Fenster. Ne? Hinter der Gardine, wie man das so schön sagt. Ne? So. Und anstatt, dass der Bursche dazukommt, hätte er doch mal seiner Mutter erklären können, warum er die Zeitungsbotin, die jede Woche schön fleißig ihre Arbeit macht bei Wind und Wetter, ja, warum er die als Asoziale bezeichnen muss und den armen Flip, der keiner Menschenseele was zur Leide tut, ja, eine Straßenlaterne angebunden haben will wegen seinem Hund da. Das ist einfach das Allerletzte gewesen, ne? Aber nee, das wollte die überhaupt gar nicht. Ja, die hat nur gesagt, mein Hund ist jetzt in der Küche eingesperrt. Sie können hier ruhig ihre Zeitungen einwerfen. Hab ich gesagt, es geht nicht um ihren Hund. Das ist gar nicht das Problem. Na? Das Problem ist das, was hier passiert ist. Ja? Und so möchte ich nicht behandelt werden und so lasse ich mich auch nicht behandeln. Und dann ist die auf jeden Fall total eskaliert. Hör mal, das hättet ihr mal sehen müssen. Ey. So wie Rumpelstilzchen da ums Feuer getanzt ist, ja. So richtig. Ja? Das ist eine richtige Frechheit, Mädchen! Freunde. So, ich hatte so richtig innerlich so. So ein Grinsen. Ich habe so ein leichtes Schmunzeln im Gesicht gehabt. Und ich gesagt, übrigens bin ich für Sie nicht das Mädchen. Für Sie bin ich immer noch Frau SCHULZ. Ja, so. So einfach ist das. Ja? Wenn alle anderen Leute da, ne, die Eltern, die können mich gerne Mädchen nennen. Habe ich gar kein Problem mit. Ja. Finde ich sogar richtig schön, wenn Menschen noch das Gefühl haben, ich wäre so jung. Ich komme mir manchmal so alt vor. Vor allen Dingen heute komme ich mir vor wie ein Besen. Guck mal, das ist echt nicht mehr schön. Aber ja, nun, ich komme von draußen, ne? Ich habe mich trotzdem über diese ganze Sache einfach nur richtig, richtig amüsiert. So innerlich. So. Wisst ihr, das hat mir irgendwie so, ich erwarte davon, da wird nie und nimmer wird da eine Entschuldigung kommen. Flip, was bist du denn da eigentlich am Essen? Flip hat Salzstangen. Woher hat der Flip Salzstangen? So was darfst du gar nicht haben. Hm? Flip. Das ist nicht schön. Ich muss da gleich mal nachgucken, wo er die her hat. Vielleicht da aus unserem Lazarett. Hier da habe ich mein Kuscheldecken hingelegt. Ich werde gleich mal ganz kurz, 5 Minuten, mich ausruhen. Aber nicht lange, Flip. Nicht lange. Na? Dann werde ich mit diesem Schmunzeln im Gesicht an diese Frau denken, die wie Rumpelstilzchen ausgerastet ist. Mein Gott. Dass die sich eigentlich nicht schämen. Ja? Also, nur das ist halt einfach mal, da sieht man halt einfach mal, wenn man so mit diesen Sachen dann so abgeschlossen hat, weil nachdem die mich da so beleidigt haben, da das letzte Mal, diese, was da passiert ist, das war wirklich, da war ich echt, das war so ein richtiger Tiefschlag,
Habt ihr ja auch gesehen, ich habe ja auch wieder geweint, so wie das halt öfter passiert bei mir. Ja, aber diesmal, ne, ich bin ja sowieso im Moment, ich verstehe das selber nicht, was mit mir los ist. Ne? Ich bin so richtig ausgeglichen. So, ich wohne wirklich in mir selber. Na? Und wisst ihr eigentlich, was das für ein schönes Gefühl war? Ja, so richtig relaxed. Richtig, richtig relaxed. Ja, ohne sich in irgendeiner Art und Weise, ja, da auf den Schlips getreten zu fühlen. Ja, diese Frau zu sehen, wie die da vollkommen ausrastet. Ja, und die Sache kontinuierlich immer nur weiter in den Mist fährt, die Karre. Ja, und man selber steht da. Und guckt sich das Ganze einfach an und denkt sich, meine Güte, wie kann man sich selber so blamieren? Wegen einer kostenlosen Zeitung. Aber das scheint die richtig getroffen zu haben, ne? Das muss ich ja wirklich sagen. Das scheint die sehr getroffen zu haben. Ja, das, sie jetzt eine Person weniger haben, die sie schikanieren können. Weil ich glaube, das ist das Einzige, um was das Ding ging. Ja. Ich meine, das sind ja nicht nur, das ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass da Vorfälle dieser Art waren. Na? Aber dass da jetzt wirklich Konsequenzen raus entstanden sind. Und ich schwöre euch, in den ganzen Jahren, ich habe mich noch nie über Leute so beschwert, dass ich gesagt habe, da gehe ich nicht mehr hin. Ja? Und das scheint die echt richtig, da scheinen die mit zu knabbern zu haben an der Sache. Finde ich aber ganz ehrlich gesagt gut so. Dann sehen die das. Ja? Dann sehen die das. Ganz einfach. Ja? Ich meine, die ganze Nachbarschaft weiß das jetzt auch, was da vorgefallen ist. Nicht von mir, sondern von der Frau selber. Die hat ja laut genug darum gegrölt. Mein Gott. Und das ist ja dann auch noch ausgerechnet dieses Gebiet, wo da die Leute wohnen, die hier. Na, so. So. Das, wo alle denn hinter den Gardinen stehen, ne? Das ist einfach, mich haben da auch schon mal Leute da angesprochen. Na? Was ist denn da eigentlich los gewesen? Und da antworte ich ja dann halt meistens auch nicht. Ne? Da sage ich halt einfach nur, ja, da gab es halt zwischenmenschliche Differenzen. Was soll man da drauf antworten? Ja? Ich meine, ich bin doch hier nicht die Bild-Zeitung, die hier der ganzen Nachbarschaft erzählt, was hier überall abgegangen ist. Dafür gibt es ja immer noch das Internet. Das kann ich halt euch erzählen. Na, ihr kennt die ja nicht. Aber ihr könnt euch ein eigenes Bild davon machen. Manchmal hilft nur noch Feenstaub und jede Menge Glitzer. Das ist heute, glaube ich, so ein Tag. Aber eigentlich auch nicht, weil das Geilste war immer noch Bob der Baumeister und die Zeitungsrohre, die niemals in ihrem Leben mit Zeitungen bedient werden können, weil keine Öffnung da ist. Einfach geil. So, jetzt wird das hier wieder alles zu lang, mein ganzes Gelaber. Ja, ich hoffe, das hat den einen oder anderen von euch unterhalten. Na, ich bin nicht so ganz fit heute. Ich habe so wenig geschlafen, aber ich wollte halt trotzdem einfach wieder mal, damit so ein bisschen Routine wieder mal da reinkommt, mit euch mal hier wieder so ein Reviergequatsche hier machen, ne? Reviergeflüster bei Fluffy. So, jetzt ist Schluss für heute. Wir sehen uns ein anderes Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Von Flip auch, der liegt jetzt übrigens hier und schläft. Tschüss.